Oh, jetzt habe ich übrigens meinen vierten, also mit Level 23 kriegt ihr euren vierten Waffenslot. Der Waffenslot? Müsste ich auch gekriegt haben. Ja. Ja, cool. Ich habe die Static-Dingens gar nicht dann ausgerüstet. Ehrlich? Wir sollen jetzt nochmal zu Scooter? Scheint so, scheint so, scheint so. Ich will aber auf jeden Fall eine bessere Waffe. Also in meinem dritten Waffenslot. Ah, jetzt haben wir's. Hier oben noch was. Manchmal bringt mich die Ja, Spielmechanik echt ich würde zum sagen, wir machen Ausrasten. erstmal die in Arid Badlands. Ja, da können wir uns Und aber hin teleportieren. dann machen wir die hier in Hier von der der New U Gegend. Station aus können wir uns da hin Gab's teleportieren. hier irgendwo noch einen Waffenshop? Oder bin Firestone. ich blind? Es gab einen Waffenshop, ja. Ja, wo war der? Ah, hier. Jetzt bin ich nochmal im Menü. Haha. Ja, ich auch. Toll. Für Waffen alle machen alle nicht den Waffenarten. gewünschten Schaden. So, bitte jetzt noch nicht weiter switchen. Genau. Der macht nämlich bis 31 mal 11 und der andere macht mehr. Will nach oben. So, ich hab mir jetzt das Sniper Rifle wieder geskillt. Plus 20% Schaden durch Sniper Rifles habe ich jetzt. Und die machen ja schon nicht ohne gerade wenig Schaden. Nicht ohne gerade wenig Schaden. Die sind ja nicht gerade ohne und machen wenig Was Schaden. drängst du dich in mein Bild? Ich guck dir gerade ganz tief in die Augen. Hey! Das ist jetzt widerlich gewesen. Was? Bleib Was meinst du, hier! Ich will Marco? mich vor dir Jemand widerlich? bücken! Ich will mich vor dir Nein. bücken! Komm her! Hör auf meinem Gefährt rumzureiten! Wir fahren Das auf dem war jetzt pinken sehr. Gefährt. Ja. Oh mein. Felix, ist jetzt mal fertig, den Ja, plagt ja warte echt jetzt die mal! Langeweile hier. Komm. Ja, warte! Warte mal Mem, ganz, ganz kurz! mem, mem, mem. Mem, ich mach Sex mit Autos. Boah. Guck mal, sieht doch eindeutig so Widerlich. aus. Das ist echt Ah, widerlich, was du da machst. Und der kält sich noch so scheiße Ah. an, oder? Oh, ich find's lustig. So, wir können jetzt. Ich schmeiß das Auto noch ein bisschen durch die Gegend. Mein pinkes Auto kann Ballerina tanzen. Jetzt. Ehrlich! Kann man es jetzt mal sein lassen? Kann man einfach mal die Scheißerei initiieren? Ich wollte bloß meine übertreten. Das finde ich nie fair. Und deswegen hast du abgebrochen. Ich Ja. setze mich jetzt ins Auto rein, leck mich da am Arsch. Ich auch. Ehrlich, das sind solche Fehler. Ich will uns doch in Let's Fail Borderlands umbinden, ey. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ja, wir reisen, ja, wir reisen. Na, ja, wir Ich reisen, habe mir gerade wir noch, ich reisen. hab mir gerade ein Schild mit 326 geholt. Hast du die 30.000 zusammengekriegt oder was? Da ich einfach zu viel Geld hatte, ja, ich hatte 40.000 auf einmal. Auf einmal? Ups, wo Auf kommt denn das einmal. her? Hä, wo sind wir denn? Naja, wieder am Anfang, wir müssen zu Na, TK wieder. toll. Der ist eh tot. Warum? Warum Ich das? Oh, verrat doch nicht alles! Ich bin Spoiler, böse du Spoiler! elender Spoiler! Ich wollte gerade, ich bin ein böser Spoiler. Die Skaks sind die Munition gar nicht wert hier. Ja, richtig. Auch schon mitgekriegt. Sie trotzdem platt. Rot für den Skill leveln. Guck mal, TK ist weg. Oh. Gibt gar keinen TK. Ach, ihr seid gar nicht mit dabei. Warte. Man, seid ihr motiviert? Ja, ich hab sinnlos das Gags getötet. Das ist vor allem sinnlos, hast ist richtig, ja.
Oh, hier drinne hängt er und baumelt, das ist aber gar nicht nett. Den will ich mir angucken. Das ist aber echt nicht nett. Oh, aber dafür gibt's hier hinten jetzt eine Kiste, eine Waffenkiste. Aber den anstupsen? Nee. Oh, Combat Rifle und eine lila Klassmod für den Soldaten. Also das ist erst eine Soldatenkiste. 99 Schaden bei der Combat Rifle? Ist doch geil. Hey! 99 klingt gut. Tut ja erstmal mein ganzes Schild hier runterrocken, ey. Zack. Und die Klassmod? Nehme ich mal, die muss ich aber erstmal vergleichen. Das macht schon ordentlich Schaden. Sorry. Naja, ist total super, wenn du mir immer vor die Flinte läufst. Ehrlich? Machst du endlich mal Schaden? Ja, ich mach einen One-Shot, wenn ich dann treffe. Aua! Aua! Doch, die Scheißtür! Ja, eben. Die Scheißtür. Die Dreckstür. Da klebt der Echter dahinter, ey. Ich fass es wohl nicht. Ne, ich behalte meine aktuelle. Vor allem Marco darf jetzt laufen, weil er sich ein Auto geholt hat. Kannst du nochmal wie die Motte zum Licht aktivieren? Dann können wir die gleich noch mitmachen. Ich hol mal eben schnell noch ein anderes Auto, dann könnt ihr schon mal vorfahren. Was soll das denn jetzt? Das heißt einsteigen, oder? Ah, jetzt fährt er auch so alleine. Kann ich das dafür, wenn er in die einsteigt? Ich war ja drin, aber ich dachte, Marco will vielleicht das. Leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt hast du das Auto nochmal generiert. Du bist eine blaue Piepe, ey. Und vor allem das Rosa. Jetzt ja, ich will nicht eine Rosa haben. Und guck hier mit seinem Blau. Ein, er hat wenigstens Stil. Ich besteige immer die blauen Autos. Los, beweg deinen. Boom. Ich bin eine Frau, ich kann nicht fahren. Es ist so schwierig, das zu lenken. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie schwierig das Marco, ist. Oh Gott, der will das überholen. Der will das vor allem abbringen. Aber schön, dass du es so kommen siehst und nichts machst. Nee, ich fahr extra am Rand, damit ich du überholen kannst. Nee, der fährt trotzdem volle Kanne. Ich hab doch gesagt, ich kann nicht fahren. Das ist voll schwierig. Nett fährt er zu. Ist ja in Ordnung, ich hab's verstanden. Ich hoffe, du siehst irgendwann nicht mehr. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss nichts sehen. Wir müssen jetzt nämlich wieder einen Endboss töten. Einen großen, fliegenden Endboss. Fliegenden? Ja, da kommt er schon, glaube ich. Nein, das ist bloß ein Rack. Da gibt's Raketen. Aber irgendwo muss er gleich kommen. Da, der ist das eher. Nee, ihr solltet vor dem Feuer ausweichen und seid ihr gleich tot. So wie ich. Aua. Aua. Mein Schild ist ganz... Ich kann das irgendwie nicht einschätzen, von wo das kommt. Aua. Seht das nicht? Na, das ist ein... Ich muss ein bisschen gucken, wie es fliegt. Vor allem meine Raketen treffen nix. Nada. Nee, Raketenwerfer sind gegen den echt schlecht jetzt. Ich halt mich hier ein bisschen geschützt. Vor allem meine Shotgun, ne? Au. Mit einer Shotgun. Ja, deswegen hätten wir vielleicht doch anders aufteilen sollen. Muss man sich mal überlegen. Aber er ist doch schon halb tot. Wow. Ich sehe nichts mehr. Au. Halb tot ist aber nicht ganz tot. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hä? Hinten. Ah, da. Auf Norden. Aber ja, die Treffer, die Richtungen sind ekelhaft einzuschätzen. Jetzt komm. Komm her. Aber ich mache immer ein bisschen leise. Schaden. Leiser Ton. Ich aber auch. Was ging hier auf mich jetzt? Irgendwas hat mir noch Schaden gemacht. Kann ich mich retten? Ja. Danke. Ich bin schon zur Stelle. Aber irgendwas hat mich noch attackiert. Guppi, wo bist denn du hingerannt? Irgendwo anders hin. Irgendwo. Wo ich mir Platz zum Ausweichen habe, da oben ist mir zu wenig Platz mehr in den Autos. Einfach im Kreis laufen, passt dann schon. Aber gut, ich habe ein bisschen mehr Lebensenergie als ihr. Au. Jetzt komm her, du Drecksding. Tot! Alter, braucht das Ding lange bis nach unten klatschen. Vor allem ist es ein Riesenteil. Und die Muni hat sich jetzt auch überall hin verteilt. No? Sie regnet immer noch. Fällt immer noch.
Wann bleibt liegen, du dummes Ding? Oh. Ey, ich kill dich, Junge. Wie schnell er wegschiebe. Ich lach noch darüber wie so ein. Hier liegt noch ein Schild. 108 schon, ne? Wer das haben will, ich hab einen 300er, mir ist das egal. Ich hab nur meinen 206er. Das ist ein Revolver, das ist auch meins, du. Ah, meins. Das war dafür. Oh, hier mein liegt ein Soldatenartefakt. Durch diese dummen Flügel sieht man überhaupt nichts, außer man legt sich kurz hin. Also duckt sich, ne? Dann sieht man vielleicht noch ein bisschen was. Ich hab keine Probleme. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ja, du. Cool, Geld. Das hab ich schon, das Artefakt. Und Verkauf. Ja, ansonsten sind wir halt jetzt Rust Commons, wo wir rund durch die Gegend ballern müssen. Ich weiß nicht mit meinen Herausforderungen. Oder erstmal Tetanus waren. Vor allem auf den Berg kommt man hier so gut wie gar nicht rauf und da ist das meiste Zeug mit drauf geflogen. Aber Tetanus Varen ist glaube ich schwieriger, weil da so ein paar Bosskämpfe dabei sind. Hier oben liegt auch noch was. Gegen Vivi töten. Genau. Und Säurekristalle. Also ja, wir können auch das zu ernst machen, mir ist das egal, aber ich glaube Tetanus Varen musst du später nochmal hin. Benny, hast du jetzt mein rotes? Nee. Ich kann einfach zur New U-Station fahren, fällt mir so oft, dann können wir uns eh teleportieren. Wir müssen ja wieder nach New Haven zurück. Schulz. Mach mal, aber nicht, wenn eine Dame anwesend ist. Wenn eine Dame anwesend ist, wer ist denn als Dame anwesend? Na, wenn ich hier mit einem rosa Auto fahre und eine Ledermaske auf habe, ist es doch nie klar, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Hat das eine Ledermaske und lange Haare? Warte mal kurz dann bitte mit Starten in die andere Welt. Ich will mal kurz was gucken. Also gedulde dich einfach mal, wenn du auf Switchen drückst. Also in die andere Welt da halt, ne? Ja. Ich mach halt alles nochmal auf. Dürfte aber nochmal 5 Minuten kurz dauern. Oh ne, mach einfach die Scheiße. Was willst du denn dort machen? Ich will gucken, ob es hier dieses Level 22 Zeugs gibt. Das ist übelst schnell durch. Ich muss da bloß schnell durchrennen. Dann mal kurz ein bisschen vertrauen. Nee. Regnet zu uns alle schön Geld. Also das SMG trifft gar nie, aber wenn es trifft, ist es ein One-Shot. Auch bei den Gegnern hier. Ich hab halbe Magazin verschossen, aber nie getroffen. So, würdest du mir Gedanken machen an deiner Stelle? 253 im Treffer. Ich geh gleich da drauf. Ist die New U-Station. Was war denn jetzt los? Ja, initiier mal die Reise. Oh, ich rette dich mal eben, ne? Ja, war doch etwas undurchdacht, da jetzt hinzurennen. Ich wollte gerade sagen, weil wir sind zu dritt. Wenn du das, was eigentlich für drei gedacht ist, alleine machst, wird es deutlich schwerer. Habe ich auch gerade festgestellt. Die machen nämlich ein bisschen mehr Schaden und halten ungefähr das Dreifache aus. Auch wenn man nur auf normalen spielen. Nee, mit meiner piepnormalen hinrennen sollen. Jetzt können wir vielleicht erstmal abgeben, irgendwie. Wie geht's TK? Ich glaube hier. Eine Transfusion haben wir noch bekommen. Also ich zumindest habe eine Transfusion bekommen. Mehr nicht. Ich weiß nicht, wo der andere her ist. Ich habe eine Schockkontakt-Granaten-Dingens gekriegt, aber ich glaube, das war's. Naja, die Granatenmod, so. Genau. Ich habe eine Transfusion-Granaten-Mod bekommen. Ich wusste gar nicht, dass es unterschiedlich ist. Aber so, Marco, was mit dem? Die Motte zum Licht. Ah. Oh, und eine Schrotflinte habe ich jetzt noch bekommen. The Blister, aber die habt ihr wahrscheinlich auch Blister bekommen. The Blister. Ja, die bekommen nämlich alle. Die bekommen nämlich alle. Ziemlich schmerzhaft. Ich habe letztes Mal. Aber die ist sogar relativ genau. Guck mal, die hatte fast 60% Zielgenauigkeit. Ja, ich habe letztes Mal eine Waffe gekriegt. Warte, ich glaube, ich nehme die als. Ich habe 11x50, 12x51 und dann noch eine Waffe 12x64. Ich werde die ganz bestimmt nicht tauschen. Ja, aber die hat 50% Zielgenauigkeit. Auch wenn ich bis jetzt. Und ein Zielfernrohr. Ein Zielfernrohr. Die anderen haben, weiß ich, ja gut, okay. Die hat 56% Zielgenauigkeit. Ja, ist okay. Also damit musst du ja nie komplett ersetzen, aber so für eine größere Entfernung wäre die, glaube ich, besser. Und vor allem gegen gepanzerte Gegner ist die besser.
Die macht halt noch Säureschaden dann dazu, das tickert noch ein bisschen. Das tickert noch ein bisschen. Ja? Ja, das stimmt. So, wir wollen jetzt Tennis, wir wollen jetzt Tennis suchen. Oh ja, das ist böse. So. Guppi, was machst du die ganze Zeit? Ja, eigentlich gerade Inventar sortieren. Okay, verkaufen, wenn du zu viel hast. Eben, ich hab gar nicht so viel, als dass das lohnt, das sortiert bei mir. Cool, hier gibt's ja sogar. Was gibt's hier? Ach, egal. Ich würde mich blamieren mit dem Satz. Och, dann sagen doch mal. Wir wollen doch alle mal ein bisschen lachen. Hier gibt's sogar ein Munitionsautomat. Siehst du? Was hab ich gesagt? Ey, das ist ja der Typ, der im Bus war. Denk an dich, wenn du viel Geld in der Tasche hast. Das sagt unser Gevatterstadt auch immer. So. Aber ja, Markus ist der Typ, der den Bus gefahren hat. Und auch wenn, ja, wenn du große Mengen an Geld findest, ist das auch so eine kleine Figur von dem. Noch nie aufgefallen? Dling. Rust Commons West. Ich glaube, bis dahin sind wir letztens gar nicht gekommen auf der LAN, oder? Weißen. Nee. Die Weißen. Aber da waren wir Level 27. Oder waren wir? Also wir waren Level 27 auf der LAN, das weiß ich noch. Aber ich war der Meinung, wir sind bloß bis nach New Haven gekommen, danach nicht mehr. Was so, ich habe jetzt morgen 18 Uhr endlich mal ein Date. Was alle interessiert. Doch, hier waren wir schon. Okay. Ja, was euch interessiert, das ist ja egal, so viel gucken das Let's Play ja... Noch vielleicht nie. Noch nie. Ha? Nee, richtig. Aber wenn, dann fühlt sie sich wenigstens... Ich kann ein plus 2 Teambonus für erbeutete Objekte machen. Gibt's eine Granatenmod mit 58 Schaden. Erster Class Mod, Level 22. Geld, also wie viel es kostet? 66.000. Für 18.000, das ist schon... Erstmal alles verkaufen, was ich nicht mehr brauche. Oh, hab ich 40.000. Die Granatenmod wäre aber... Ich nehme die mal mit, ne? Die Transfusion-Granate. Ja, ich habe ja auch eine Transfusion. 58. Ja, habe ich jetzt auch. Aber da können wir uns halt auch schön heilen. Ja. Weil wir haben ja nicht genug Heilung, ne? Wollen wir vielleicht mit einem Auto fahren, Leute? Ach so, es gibt doch Autos? Solche Helden. Wenn da so unten so blaue Teile auf dem Boden sind, ja, gibt's da auch Autos. Okay. Ab geht er, Marco. Ah, immer so ein Honk dabei. Ich hab's wieder zurückgedreht! Das Auto. Mann, Benni, ich hab's doch wieder zurückgedreht, chillt doch. Wir müssen doch nur nach rechts, war ich der Meinung. Weil dort kommt er nie durch. Mann, was macht man mit den Leuten hier mit? Gegner! Flamp! Ich hab den einen erwischt, den müssen den anderen nehmen. Oh, Moment mal. Ich hab den zweiten erwischt, aber noch nicht mal das Schild voll getroffen. Mann, Benni! ich wollte auf die Racks, die uns hinterher fliegen, schießen. Ja, ja. Klar. Aber ich weiß gar nicht, was ihr Probleme habt mit den mit dem Autozoom. Ja, ich hab ein Problem damit. Ne, mit dem Autozoom von den Waffen, ich finde das ziemlich easy. Autozoom? Ja. Da ist wieder eine Arena unten, da könnten wir jeder gegen jeden spielen da unten. Ne, mit dem Autozoom, wenn du mit Leertaste darauf. Ey, warte mal, wir haben hier schon einen Auftrag. Der hier direkt da vorne ist. Da ist was Grünes runtergefallen. Da fällt gleich noch mehr Grünes runter. Da ist eine Waffe runtergefallen. Ein SMG würde ich behaupten. Gut. Passt doch. Hier gibt's eine gummierte Schaden. Was kann ich da an? Diese scheiß Drecksvieh ist so ungenau. Schaden. Braucht eine genauere Waffe. Und eine SMG mit 63 Schaden. Das ist bestimmt nicht so der Bringer. Ziel getroffen. Morgo, du kannst dir die SMG ja mal angucken. Hier gibt's noch einen Repeater. Hab's. SMG 63 Schaden hab ich. Was 63? Ja. Das ist schon ordentlich.
Mit Sam? Ordentlich? Mhm. Hier liegt noch ein Federung. Moment. Da. Oh, nee, das Auto steige ich nicht ein. Kriegt meine Augen flimm. Guck mir zu, wie eingefärscht ich drinnen sitze. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen das Auto habt. Das Auto kann doch auch nicht dafür. Der war hier, bis zu den Ohren ist die Quest, die da hinten ist. Toll. Kann man sich nicht mal angucken. Wenn du die mal aktivierst bis zu den Ohren, siehst du, dass es hier klar um die Ecke ist, hier unten. So. Muss man hier nämlich rein. Ups. Ja, schaltet euch gleich aus. Was hat denn der für eine Waffe da? Die dreht irgendwelche komischen Kreise in der Luft. Vermutet man Raketenwerf? Ich hau da schon die ganze Zeit drauf. Nee, das ist glaube ich eine SMG, die halt so komische Sachen macht. Ja, steig jetzt aus, das ist mit der Blöd. What the fuck? Irgendwie habe ich das Gefühl, es leckt gerade. Bei dir. Generell. Hier ist was Blaues. Eine blaue Granatenmod? Nö. Hier ist noch oben was. Wäre schön, wenn ihr euch auch dafür interessieren würdet. Mann. Übrigens habe ich wieder so geskillt, dass wenn ihr Leute mit kritischen Treffern tötet, dass die dann mehr Erfahrung geben. Muni. Was hast du gemacht? Achso, wenn ihr Leute mit kritischen Treffern tötet, gibt's mehr Erfahrung. Ja. Verstanden. So, jetzt müssen wir das da oben nämlich hier, das dann müssen wir umschießen. Einmal eins. Wir müssen nämlich das Klärwerk wieder frei machen, die Abschlüsse vom Klärwerk. Hm, sieht das lecker aus. Njam, njam, njam. Deswegen heißt ja die Quest bis zu den Ohren. Geh mal duschen da rein. Hm, ja, Dusche. Wo bin ich hier nur angeraten? Gut, und wie komme ich hier wieder raus? Weil hier gibt's nur für mich was. Ein Schock-Raketenwerfer bringt jetzt nicht so viel. Ich glaube, ich kauf den eher. Granaten und ansonsten Raketen noch, das wird euch alles nicht noch passieren. Dann kommen wir zu den Autos, wenn es uns nicht interessiert. Ich schon. Akku wechseln oder nie? Egal. So, was wollen wir als nächstes machen? Ich weiß nicht, was. Ja, wähl irgendwas aus und wir fahren dir nach. Ich würde suchen nach Tennis nehmen, ja. Ja, dann. Die jetzt ausgewählt ist. Ging's da hier hoch? Moment. Ja, links. Okay. Links? Ja, ja. Hab ich gerade noch auf die Karte geguckt. Dann so halb rechts unter der Brücke durch. Pass auf, da liegen Fässer unten. Explosive Fässer, du sollst nicht drüber fahren. Sonst ist das Auto mit einmal Schrott. Und dann rechts hinter zu dem hinter dem Windrad. Den Berg hoch. Bam! Den Berg hoch? Na, da links. Ah, egal. Bam! Da, hier müssen wir hoch. Bam! Wow! Knallharter Spider-Run-Verführer. Bam! Oh, Autoschrott. 28 Rüstung. Und ich hänge fest! Ne! So eine Verarsche, jetzt muss ich da bis zu euch laufen, irgendwie da durchkommen. Ja, viel Spaß. Ihr habt da einen knallharten und so und Level 22, das ist. Alter Schwede, ey. Warum kann ich mich nicht mehr. Ah, so ein kleines Vieh, ey. Ja. Was war das? Da ist noch was, Benny. Ja, aber irgendwie zeigt's mir manche Sachen nicht an. Manche Treffer zeigt's mir nicht an. Alter, abgeschlossen, ich warte auf dich. Hier ist ein Combat Rifle mit 33 Schaden, die brauchst du bestimmt nicht. Ja. So, ja, aber wir müssen hier oben rein, ist richtig. Wo ist dein Auto jetzt? Oh. Das steht da hinten, ne, das ist da festgefahren. Da kam ich jetzt nicht mehr raus. Jetzt kriegen wir gleich ganz viele von diesen kleinen Spider-Viechern. Müssen wir jetzt erstmal mal da was? Moment. Die hing da. Nicht gesehen? Achso, nö. Hätte ich gar nicht beachtet.
Da kommen wir dann später noch hin. Da kommen sie übrigens wieder. Ich erstmal. Wow. Leute, wo seid ihr? Direkt neben dir. Okay. Wo seid ihr und schießt die neben dir die Leute ab? Hier ist ein Berserker Glasmod, ein blauer. Ja, erstmal egal, würde ich sagen. Immer schön auf die Hinterteile schießen. Genau. Irgendwo war ja doch noch was Blaues. Da kommt noch was. Kommt noch jede Menge mehr. Mann. Ja, bloß. Außer der Kugelschadensresistenz kann ich da nichts viel mit anfangen. Ja, dann nimm's halt und verkauf's. War hier nicht noch irgendwas Blaues, dachte ich? Oh, es gibt noch mehr. Boah, meine Fresse! Ach, durchs Blatt einen kritischen Treffer. Ich nehm's erstmal. Cool, dass ihr mich verteidigt, während ich einfach bloß dumm in der Gegend rumstehe. Ja, wie immer halt, ne? Hab dich auch nicht. Darauf hab ich jetzt nicht abgezielt, aber okay, du hast da hinten gibt's Muni, da hinten gibt's Muni, da hinten gibt's Muni! Habt ihr etwa Geld? Geh weg! Meine, alles meine. Nee, doch nicht, schade. Aber war was von mir. Du hast dabei. Aber die blöde Erfahrung für die Kiste öffnen gekriegt. Noch nee, aber ich habe schon ein paar davon gekriegt, ja. Man kriegt Erfahrung fürs Kiste öffnen. Ja, es gibt Herausforderungen für so und so viele Kisten geöffnet. Deswegen kriegt man quasi Erfahrung fürs Kiste öffnen, ja. Ah ja. Das ist wieder Racks. Soll ich das gleich mal auf uns ziehen? Kann ich auch machen, Moment. Ja. Bam! Weil komm. Hier haben wir noch ein freieres Schussfeld als dann. Genau, der. Ich weiß nicht, wo du hier ein freies Schussfeld siehst, aber mir ist ja auch egal. Freier als da vorne. Ich finde da vorne ist freier, weil hier haben wir so eine schöne enge Schlucht. Ich weiß nicht, wo da was frei ist. Da hängt aber noch eins. Verdammt. Da kommen jetzt noch mehr. Halt fest, kann man nur zuschlagen. Aber wenn sie genug dran sind. Ja, mache ich immer. Ich schieße immer auf die Dinger und dann das nächste Mal kriegen die von mir einfach einen Schlag. Hier oben ist Tennis. Nachdem ich das Geld eingesammelt habe. Cam, du haust dir mit einem Haufen Vögeln. War noch irgendwo Muni? Nö, aber eine Waffenkiste, die ich mir jetzt hole. Mohahaha. Hops. Hops. Hey, Waffenkiste und Schrotflinte und eine Soldaten-Class-Mod. Wollt ihr mich verarschen? Eine Schrotflinte übrigens mit 73 Genauigkeit. Hol die mal gleich runter, wenn der gerade da ist. Ja, ich bringe euch das Zeug mit. Ein herde dummes Vieh. Und dann kann ich das Ding nicht immer platt machen mit meiner Schrotflinte, ist das geil. Au! Nur alle auf mich drauf zu. Stimmt gar nicht, gehen gar nicht alle auf dich. Drei gehen noch auf mich. Ach so. Ja, cool, wenn die auch mit abschießt. Und da lag das Vieh hoffentlich. So, nicht, wie auch immer. Moment, wo hab ich's? Das ist die Schrotflinte. Und das ist die Glasmod. Schrot von der 73% Genauigkeit. Das sollte ich meinte, die sind fast so gut ist wie ein Sniper. Ja, Benny, Schrotflinte ist aber auch Level 24. Ja, aber kannst du derweil behalten, sind wir doch gleich. Also ich bin zumindest gleich Level 24. Aber 73, das ist viel mehr als 73 und oben gibt's sogar noch Muni. Zielgenauigkeit, hab ich gesagt. Achso. Aua, was ist das jetzt schon wieder? Ich wollte doch ganz normal einfach. Nächste Schrotflinte! Und Combat Rifle. Verarsche! Warum komme ich nie hier hoch auf die Plattform, wo du warst? Weil du da ein bisschen anders springen musst. Musst du anders hinten rumlaufen, wo der große Penis nach oben ragt, da musst du vorbei. Ah, cool. Musst da das hinten. Ja, aber nie als Penis, sondern. Ja, von meiner Sicht sieht es schon ein bisschen so aus. Du musst noch weiter oben rum. Du musst oben um den Penis drum rum. Das klingt ganz falsch. Aber auch irgendwie so richtig.
Die braucht er eh nie. Ich habe ihm gerade eine schöne gegeben. Oh, ja, dann musst du hier rüberspringen, genau. Und dann kommst du auch dahin. Hui! Warum finde ich hier an der Waffenkiste? Hier gab es einen Haufen Combat-Riffle für mich. Als ob das nicht unnütz wäre. Das ist so für dich? Ich hab's doch oft gemacht, du Held. Ja, nee, aber Gubi hat da gerade gemeint, irgendwie ist total unnütz da oben. Na, ist ja egal. Nein, ich bin runtergefallen. Ihr könnt da beide oben lang gehen, ich schaff das irgendwie nicht mehr. Was hast du jetzt ausgewählt? Zu alt und zu schwach. Achso, wir müssen wieder Rust Common West auswählen, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor uns hier. Vielleicht hat man den 21er gutes gebrauchte Auto? Autoteile. Ich zeig's dir. Und frag das andere neben. Ha! Hier. Ja, toll, Ganze. Ein Ekel, ey. Wir kommen, ich glaube, eh nie so weit rein. Okay, das klingt irgendwie schon wieder falsch. Das wird der Fehl. Oh, Waffenkiste. Da würde mich wahrscheinlich verrückt haben, dass ich es gesehen habe. Oh. Ich beschäftige den. Kümmert ihr euch um die Waffen? Wo hast du den denn geschmissen? Er hofft, dich eh zu schmeißen! Ehrlich, klatschen halt echt durch die Kante wie sonst was. Und hier sind wieder zwei Schrotflinten! Für Level 25 eine davon! Die andere nehme ich. Mal jemand Feuerschaden? Nee, aber kritische Treffer habe ich. Da, kritischer Treffer. Level 24. Bam! Komm wieder ein Stück näher. Ich war schon mal fast ein halbes Level hinter dir, jetzt nur noch ein Viertel. Ja, das gleicht sich immer wieder aus. Das ist eine 25er Schrotflinte, nur so nebenbei. Ich hab sie trotzdem aufgenommen, also aufgenommen, ne? Ja. 28.000 hab ich. Ich wollte mal kurz gucken, wie wir jetzt fahren müssen. Noch ein bisschen quer drüber, na, super. Du bist falsch gefahren, ne? Unten durch, egal. Komm doch hier runter. Außerdem haben wir so eine schöne Waffkiste gefunden. Genau. Da vorne dann rechts. Und dann auf die Straße rüber, quer rüber. Och. Schön, dass du die ganzen Gegner aktiviert und ich dann durch diese absurden Gebiete durchfahren darf. Fahr sie halt um. Egal. Links oder rechts ist durch egal. Hä? Wie meinst du, ist egal? Achso, nee, hier, doch hier links. Ja, wollte gerade sagen. Kann eigentlich nie egal sein.